Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge der Reliktenjagd von Crash Bandicoot 3 Reward, in dem wir immer noch versuchen Gold zu kriegen überall, mindestens Gold. Zumindest habe ich das vor. Es ist nicht gerade einfach, was ich mir vorgenommen habe, aber trotzdem versuche ich es zu bewältigen. Und diesmal haben wir auch noch dieses Level vor uns. Ich sehe nichts. So. Also gut, versuche ich mal hier wenigstens Gold zu kriegen. Dazu muss ich eine Wahnsinnszeit hinlegen. Die ja wirklich schon wahnsinnig ist. Und deswegen frage ich mich, wie ich das überhaupt... Mann, bleib doch nicht da hängen. Vernünftig hinkriegen soll. Ich meine, Gold ist wenigstens noch überall eigentlich recht machbar. Während es wirklich an Platin größtenteils scheitert. Ja, Platin ist aber auch wirklich heftig. Also wenigstens habe ich schon mal ein paar Platin an sich geschafft, aber alle Platin schaffen, das ist sowieso das Unmachbarste. Und das recht Entwicklerzeiten, wenn die noch kommen sollen. Vor allem, weil ich bei einigen Platins ja auch nur ganz knappes Glück hatte, das zu kriegen, glaube ich. Aber gut. So. Jetzt einfach durchrennen. Ich bin nämlich schneller. So. Okay, das reicht nicht ganz. Schade. Wenn dieser Teppich wenigstens mal etwas schneller sein würde. Ich meine, für solche Fälle könnte der Teppich das wirklich ausnahmsweise mal machen. So. Okay, Töpfer-Typi. Na. Das war knapp. Also das hätte auch beinahe wehe getan. Das wäre Aua für Crash gewesen. So. Nein, 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 nein. Okay, das war knapp. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich das überlebe. Manchmal habe ich hier echt zu viel Angst, dass ich einen dummen Fehler mache und dann sowieso alles vorbei ist. Hier gibt es weitaus zu viele Abgründe. So. Ich frage mich sowieso, ob ich jetzt, wenn ich hier diese Abkürzung nehme, falls das in dem Fall überhaupt eine Abkürzung ist. Oh, scheiße. Ob das dann halt vielleicht schneller geht. Mann, jetzt kriege ich diese Scheiße. Ja, gut. Das kann ich so vergessen. Na gut, ich würde sagen, ich schaue einfach mal, ob dieser Umweg mir vielleicht was bringt. So. Und deswegen wage ich es jetzt einfach mal. Mit dem Weg, den ich wahrscheinlich verfluchen werde. Ja, die Aquakomaske kriege ich natürlich nicht mit. Ja, toll, dann Teppich, bleib mal wenigstens das nächste Mal stehen. Dass ich wenigstens vernünftig auf dich drauf springen kann. So. Jetzt darf ich wieder warten. Man muss aber auch den richtigen Zeitpunkt abpassen, damit das nicht allzu viel Zeitvergeudung ist hier. So. Und rüber. So, weg hier. Ich habe keine Zeit mit euch zu spielen. So. Na also. Oh Gott, Hilfe, Leute. Das Level ist wirklich wahnsinnig heftig. So, wunderbar. Das haben wir soweit bewältigt. Das war ja noch der einfache Teil. Sag ich jetzt mal. Der schwierigere Teil kommt ja jetzt noch. Und deswegen einfach mal bahnfrei. So, aber jetzt will ich wirklich mal wissen, ob wenn ich diesen Weg gehe, das Ganze wirklich etwas schneller geht. Ich meine, ich muss ja nur eine Minute 1 noch etwas schaffen oder eine Minute 2 noch etwas. Wenn diese Plattform mal schneller gehen würde. Ja gut, das musste ich jetzt leider über mich ergehen lassen. So. Und weg mit dir. Okay, was soll's. Na gut, ich glaube sowieso nicht, dass das machbar hier ist, Gold zu kriegen. Also zumindest habe ich jetzt schon hier Probleme damit. Ich weiß echt nicht, wie hier... Wie soll man hier Gold schaffen? Na gut, hier wäre das Ziel, aber trotzdem. 1,16, das ist wirklich schon heftig für das, was ich für Gold bewältigen muss. Also das frage ich mich wirklich, wie perfekt muss man hier durchlaufen für Gold? Wisst ihr was, ich versuche das nochmal. Allerdings warte ich jetzt erstmal. Und ich versuche jetzt mal durchzurennen. Okay, das war haarscharf. Oh Gott. Ja gut. Das kann ich so schon mal vergessen. Also, wenn Gold schon so schwer ist, dann wird Platin wahrscheinlich die Hölle sein. Oder ganz und gar unmachbar. Falls das überhaupt machbar ist, Platin hier. Also so schwer, wie es hier schon mit Gold ist, glaube ich, bald wird Platin in diesem Fall die Hölle sein. Also die Hölle ist wirklich der beste Ausdruck dafür wahrscheinlich. Und in dem Fall
werde ich Platin hier auf jeden Fall schon mal nicht wagen. Na toll, jetzt habe ich natürlich das Wichtigste verloren. Wie üblich. So. Aber trotzdem versuche ich es noch hier rüber zu kommen. So. Wunderbar. Schnell weg hier. Wenn diese Plattform hier wenigstens etwas schneller rübergehen würde, das würde auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, dass dieser Weg um einiges schneller ist, als wenn ich jetzt den anderen gehen würde. Naja, dazu müsste ich erstmal gucken, wie ich hier vernünftig diese Sprünge alle überlebe. Und alles andere hier. So. Okay. Nein, nein, warum hängst du dich nicht fest? Ich hätte das bestimmt fast geschafft. Naja, es wäre auf jeden Fall sehr knapp gewesen. Aber machbar ist es, glaube ich, doch noch Gold zu kriegen. Nur frage ich mich trotzdem, was bei Platin dann rauskommen würde. Ah, Leute. Gold ist wirklich heftig an einigen Leveln. Also da frage ich mich wirklich, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, das so zu machen. So übertrieben. Vor allem ein Fehler und man kann es vergessen. Ich habe doch die Stoppuhr eigentlich gehabt. Oder nicht? Normalerweise wäre Neustart da jetzt auch gewesen. Das war jetzt natürlich sehr sinnlos, auf diesen Level zu gehen. So. Na gut, 1-4. Ja, das hätte ich locker hinkriegen können. Denke ich zumindest. Okay. Einmal tief durchatmen. So. Und noch einmal. Auf geht's. Okay. So, warten wir mal auf diesen Teppich. Da es leider sowieso gerade nicht schneller geht. So, wunderbar. Aber wenigstens klappt das hier. Ich glaube, ich muss das sowieso gleich nochmal von vorne starten. Ich freue mich sowieso, wie heftig das ist, dass Crash manchmal nicht vernünftig hier an diesem Gitter sich langhangeln will. Also, da frage ich mich wirklich, wie heftig das programmiert sein muss, dass Crash das manchmal nicht will. Also zumindest nicht so, wenn ich das will. Scheiße. Ein bisschen verschätzt. So. Werf endlich dein Feuer. Ich will endlich losrennen. Und jetzt. Okay. Diesmal versuche ich es mit sehr viel Geschick. Okay, das war jetzt mal sehr viel Glück, dass das so funktionierte. Egal. Na, scheiße jetzt. Na gut, das war sinnlos. Also die Akku-Akku-Maske zu verschwenden war jetzt auf jeden Fall sehr sinnlos. Das hätte ich dann doch etwas besser machen sollen. Na gut, ich hätte es sowieso vielleicht wieder verloren. Dafür hängt Crash sich wieder nicht fest, wenn es woanders gut läuft. Crash, irgendwie hasse ich dich bald, wenn das so weitergeht. So. Na, Mann. Das ist aber auch wirklich heftig, hier perfekt durchzukommen. Das muss ich wirklich schon sagen. Also das über sich hier ergehen zu lassen, das ist mehr als nervig. So. Naja, auf jeden Fall. So, wunderbar. Und gut, das haben wir geschafft, Leute. Jetzt nur noch hier heile durchkommen. Nein! Das tat weh. Das hättest du echt nicht machen müssen, so früh das Ding zu werfen. Ich meine, hier ist ein Beuteldachse unterwegs. Dann könnt ihr da nicht ein bisschen mehr aufpassen. Schließlich geht's um Zeit, um Leben und Tod und um fliegende Teppiche. Ja, das auch. So, und jetzt aber. Na, komm. So, wunderbar. Werf bloß nicht im falschen Moment. So, okay, los. Schnell rüber. Das kann ich vielleicht diesmal noch hinkriegen. Leute, drückt mir die Daumen, dass es diesmal für Gold reicht. Und dass ich jetzt keine dummen Fehler mache. So, jetzt muss ich das hier umgehen. Wunderbar, das klappt. So, hier rüber. Okay. So. Okay, scheiß drauf. Das muss ich jetzt leider machen. Solange ich hier halt nicht in Abgrund gestoßen werde, war noch alles in Ordnung. Jetzt brauche ich nur für dieses eine Level hier so viel Zeit. Das ist echt schon eine Bestrafung, das hier zu machen. Muss ich ehrlich sagen. Also, diejenigen, die das noch freiwillig über sich ergehen lassen haben in den Let's Play, die bewundere ich. Und vor allem, die es wirklich geschafft haben, Platin zu kriegen, ohne Save States. Muss ich anmerken. Weil bei einigen Leveln die Geduld dafür aufzubringen, ist wirklich die Hölle. Und deswegen,
finde ich das wirklich schon scheiße hier, dass man so heftig hier durchkommen muss. Und vor allem für Gold ist das schon teilweise wahnsinnig. So, na, Crash! Also ich verstehe echt nicht, dass er sich da einfach irgendwie abhängt, obwohl ich nichts irgendwie diesbezüglich drücke, dass er das machen müsste oder so. Und deswegen verstehe ich das hier teilweise nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das muss ich auf jeden Fall neu starten, wenn ich schon so scheiße anfange. So, und jetzt geht's los. Ah, Leute, das Spiel raubt mir den Nerv, den letzten Nerv. Oder dieses Level, wo er... Also es ist noch heftiger als das Unterwasserlevel, was ich hatte. Und da hatte ich ja vorher durchaus mehr Probleme. Und jetzt ist es das Level hier, wo es Schwierigkeiten gibt, Gold zu kriegen. Mann! Nein, das... Spiel, du... Willst mich gerade verarschen? Na Gott. Los, mach hin. Komm schon. Nein, 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 nicht das Level. Vergiss es. Ich will nicht nochmal unter Wasser gehen. Aber gut, 12 Sekunden. Ich frage mich trotzdem, wo ich die... Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach so zu rennen, wie ich es hier jetzt sozusagen auch versucht habe. Und vielleicht klappt es ja. Dass ich da dann trotzdem Gold kriege. Weil Gold ist das, was ich kriegen will. Und ich fahre Bockes an jeder scheißverschissenen Stelle. Und schaffe es dann möglicherweise an den unmöglichsten Stellen. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall sehr heftig, das hier so zu bewältigen. Es reicht, wenn Crash sich einfach mal abhängt wieder. Ah, was fällt diesen Beutelachs einfach ein, einfach mal runterzufallen. So. Irgendwie schon ein bisschen dreist. Okay, so. Wunderbar. So muss das funktionieren. Natürlich mit der Zeitkiste. Na, Crash. Na gut, das war jetzt mein Fehler, dadurch, dass ich die Zeitkiste da verpasst habe. Man muss das wirklich schon perfekt können. Also diejenigen, die sich diese Videos hier gerade bei mir anschauen, also auf jeden Fall beneide ich diejenigen für die Geduld, die hier beim Zuschauen überhaupt aufbringen können. Weil das ist wirklich mehr Fail als sonst noch irgendwie Skill oder sowas, was ich hier über mich ergehen lasse. Vor allem, wie heftig das teilweise ist, was ich hier schaffen muss. Aber trotzdem. Ich bin einer, der nicht so schnell aufgibt. Na Gott sei Dank. Muss ich zwar jetzt leider etwas Zeit da lassen, aber so habe ich diesen Sprung wenigstens überstanden. So. Okay. So weit, so gut. Und los weg hier. Also gut, Leute. Den ersten Teil soweit geschafft. Der zweite Teil folgt zugleich. Na gut, wenn das hier nicht so lange dauern würde mit dieser Plattform, das würde so viel Zeit sparen. Aber naja. In dem Fall waren die Entwickler selbst fürs Reliktenrennen nicht gnädig genug. So, gut, das muss ich jetzt leider auf mich nehmen. Diesen Schmerz. Aber trotzdem. So, Teppich, beeil dich. Ich habe nicht mehr viel Zeit und ich schaffe es leider nicht mehr für Gold. Da frage ich mich gerade wirklich, wie schnell und wo soll ich jetzt die letzten 5 Sekunden rausholen? Leute, ich kriege hier kein Gold, vergesst es. Das klappt nicht. Das kriege ich echt nicht hin. Ich habe jetzt schon fast perfekt hier durchgelaufen und ich weiß echt nicht, wo ich hier noch was besser machen soll. Damit bin ich gerade echt überfragt. Aber wisst ihr was, Leute? Auch wenn ich jetzt noch ein Überlänge-Video mache, ich werde mal was anderes machen, nämlich das geheime Level. Dort werde ich auf jeden Fall Gold kriegen, hoffe ich doch. Ich meine, das ist nicht allzu schwer. Aber die Scheiße ist natürlich, dass ich jetzt hier durchfahren muss. Aber ich würde sagen, ich schneide und wir sehen uns dann, sobald ich im geheimen Level angekommen bin. Ihr habt ja schon gesehen, wo das geheime Level ist, also bis gleich. So Leute, geschafft. Und jetzt geht's auf in die Wasserjagd. Ich meine, allzu schwer ist es wirklich nicht. Weil, wenn ich mal überlege, dort ist die Stoppuhr. Ihr wisst ja hoffentlich noch, wir haben hier schon links das Ziel. Und im Prinzip müsste ich nur halt noch wissen, ich gucke mir das gerade erst nochmal an, wo nochmal die grüne Ausrufezeichenkiste ist, weil die muss ich nämlich berühren. Vorher schaffe ich das nämlich gar nicht. Und das war hier hinten doch irgendwo. Ich muss nur gerade nochmal gucken, wie ich da nochmal springen muss und so. Okay.
War doch ganz woanders. Wie weit hinten war das bitte? Also so weit hinten kann ich mich nicht entsinnen, dass das war. Doch hier ganz hin. Ach du heilige Scheiße. Okay. Jetzt frage ich mich nur gerade, welcher Weg schneller wäre, wenn ich jetzt... Ja, wahrscheinlich, wenn ich von dieser Seite komme, wo ich jetzt gerade entgegenfahre. Und dann am Ende die andere Seite, oder... Das ist echt eine gute Frage, welchen Weg ich hier nehmen soll. Ich meine, probieren geht über studieren. Ich weiß noch nicht mal, was man hier für Gold nochmal schaffen muss. Aber... Scheiße, wo ist nochmal... Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Okay, wo ist das Ziel? Scheiße? Ich glaube, ich bin hier ganz falsch, oder? Nee, hier ist es. Okay, jetzt habe ich aber die Stoppuhr nicht mehr. Na, interessant, obwohl ich keine... Ach, wisst ihr was? So geht's am einfachsten. So, und jetzt versuche ich es einfach mal. Am besten. Obwohl, die Zeitkisten kann ich hier auch noch teilweise mitnehmen, die mir entgegenkommen. Das soll ich wohl in dem Fall auch tun. Natürlich, wenn es geht, ohne dabei zu sterben. So. Ja, das muss ich wahrscheinlich sowieso tun, weil sonst würde es wohl echt nicht so gut funktionieren. So. Na gut, da jetzt rüber zu springen, das klappt nicht ganz so toll. So. Die nehme ich noch mit. Da muss ich nur noch im Prinzip den Weg finden, dass ich zu diesen... Wisst ihr was, ich mache das mal anders. Genau, Neuanfang. Dann fahre ich mal wirklich den Weg links rum. Mensch. Natürlich muss ich auch diese Uhr noch berühren. Sonst bringt das nichts. Sonst kann ich nämlich nicht neu starten. So, jetzt aber. Und die Uhr mitnehmen und dann links rum. Und dann versuchen wir das Ganze einfach mal so. So. Und ignorieren einfach mal alles, was uns hier entgegenkommt. Selbst die heftigsten Zeitkisten. Wobei, ich glaube, Gold ist hier auch sehr schwer. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, was nochmal hier die Zeit war. Aber es ist eine nicht sehr angenehme. Wenn man zumindest Platin kriegen will. Okay, das war's. Scheiße. So. Aber noch ein Versuch. Können wir überhaupt zergehen lassen? Muss ich ja. Ich will wenigstens Gold hier noch schaffen. Das Level ist ja an sich wirklich nicht besonders groß. Deswegen können wir das hier auch wirklich ausnahmsweise mal wagen. Würde ich mal sagen. So. Okay, scheiße. Jetzt habe ich die Unterwasserkiste vergessen. So. Okay. Die hier will ich aber auf jeden Fall mitnehmen. Dazu bin ich jetzt etwas vorsichtiger lieber. Weil es hier, glaube ich, gar keine Aquagummasken gibt. Die mir irgendwie helfen könnten, dass ich hier wenigstens einen Treffer wenigstens einstecken dürfte. Aber gut. So. Das Ganze muss auf jeden Fall so klappen. Und wenn nicht, dann fresse ich ein Wesen. Okay, wenn ich an dieser Bombe wenigstens noch vorbeikäme, dann wäre das auf jeden Fall mal was. Aber lass erst mal hinkriegen hier. Ich meine, bei diesen ganzen Wellen hier, die hier so Wellen, ist das Ganze schon etwas wahnsinnig. So, aber ich hab's hingekriegt. Okay, und jetzt hier nochmal den Sprung. Ja. Und dann hier den Sprung und die Zeitkiste. Und dann hier nochmal. Na, also, warum nicht gleich so? Okay, jetzt nur noch die schwierigere Hürde. Von der ich jetzt wirklich etwas Angst habe. Nein! Genau das meine ich nämlich. Und deswegen verfluche ich das Level gerade. Ah, na gut. Aber ich schaffe es noch irgendwie. Also ich glaube an mich, ich glaube an die Zeit, ich glaube daran, dass ich hier zumindest noch Gold schaffen kann. Wenn ich es vernünftig hinkriege. Naja. Aber gut. Ihr merkt schon, es ist wirklich nicht gerade einfach, hier teilweise die Reliktenrennen wirklich wunderbar zu schaffen. Vor allem, wenn man wirklich das Spiel ganz komplett bewältigen will, mit der höchsten Prozentzahl, die man in diesem Spiel überhaupt kriegen kann. In dem Fall weiß ich echt nicht. Okay, eine Zeitkiste vergessen heißt, ich fange nochmal von vorne an. So. Und deswegen, ja.
diejenigen, die sich das über sich ergehen lassen wollen, viel Spaß. Es ist wirklich die reinste Qual. Also finde ich jetzt. Oh! Also es ist echt nicht leicht. Leicht ist wirklich was anderes. In dem Fall haben die Entwickler sich schon was wahrscheinlich dabei gedacht, sowas einzubauen. Und die Spieler wirklich noch richtig zu quälen, die wirklich irgendwie sich mal behaupten wollen. Und jetzt komme ich an diese scheiß Bombe nicht vorbei. Das hat jetzt zwei... Naja, zweimal ist jetzt untertrieben. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie oft, aber 6-7 Mal habe ich es bestimmt geschafft. Und deswegen will ich das jetzt auf jeden Fall nochmal so schaffen. Na also. Man muss einfach nur wissen, wie. Und in dem Fall auch das Glück haben, dass es funktioniert. Ja gut. Die Kiste, die wollte einfach nicht mit. Ich verstehe schon. Die Kiste hat was gegen mich. Deswegen fehlen mir jetzt auch diese 2 Sekunden. Ja, die habe ich irgendwo anders verbockt wahrscheinlich. Na, warum treffe ich diese Bombe immer? Das ist jetzt echt eine große Frage. Warum treffe ich die? Ach, Leute. Wenn ich dieses Reliktenrennen hinter mir habe, ich schmeiße eine richtige Party. Also zumindest, wenn ich überall Gold habe. Weil ihr seht schon, das ist wirklich richtig heftig. So. Okay, ja toll, jetzt verpasse ich 2 Zeitkisten. Also das gibt's gerade echt nicht. Ich werde es trotzdem noch schaffen, dieses Level hier. Nochmal, so schwer ist das doch echt nicht. Also was das Zeitrennen angeht, geht das auf jeden Fall noch im Vergleich dazu, wenn man alle Kisten sammeln will. Was ja hier deutlich mehr Zeit raubt. Deswegen, ich will wenigstens mal weiterkommen, aber klappt ja auch nicht so, wie es gerade klappen soll. Zumindest wenn man hier wirklich ein bisschen tricksen will. Weil diese scheiß Bombe da im Weg sein muss. Ah, Leute. Ich hasse Reliktenrennen. Zumindest wenn es darum geht, wirklich noch bessere Zeiten zu bewältigen. Das hier war schon teilweise richtig schwer. Naja. Zumindest, ah, toll. Bei manchen Sachen und Gold und Saphir, Quatsch, Gold und Platin und in dem Fall die Todes. Ja, die Todesanforderung. So. Jetzt versuche ich es aber nochmal. Ja, diesmal klappt sogar. Okay, jetzt nur noch diesen Sprung hier schaffen. Na also, jetzt diese Kisten. Na gut, die da unten wieder nicht. War irgendwie zu erwarten. Dass wieder eine Kiste aus der Reihe tanzen muss. Jetzt habe ich sogar die andere 2er-Kiste vergessen. Wenn ich wenigstens, ja, endlich mal da heile durchkommen würde, wäre es schon mal was. So. Okay, diese Zeitkiste kann ich da lassen. Jetzt frage ich mich nur trotzdem gerade, wo nochmal die grüne... Ich weiß gerade echt nicht mehr. Irgendwo kommt die doch gleich. Oder ich bin schon dran vorbei, wie ich mein Glück kenne. Also da bin ich jetzt gerade wirklich überfragt. Irgendwo bin ich dran vorbeigefahren. Höchstwahrscheinlich. Oder war es hier? Nein, das ist was anderes. Scheiße! Ja, toll. Wenn man keine Orientierung hier auf dieser See hat, dann ist das echt scheiße. Jetzt frage ich mich nur gerade wirklich, wo ich es übersehen habe. Hier wären noch mehr Zeitkisten. Vor allem, wo ich lang gefahren bin. Okay, hier ist es auch nicht. Leute, jetzt fühle ich mich vom Spiel ausnahmsweise mal richtig verarscht. Weil ich gerade echt keine Ahnung mehr habe, wo das Scheißding ist. Irgendwo ist es aber doch hier in der Nähe. Irgendwo, wo eine Rampe ist. Aber... irgendwie sehe ich diesbezüglich gerade gar nichts. Oder ich bin wirklich blind wie sonst irgendwas. Also zumindest, dass wir jetzt noch finden, wo jetzt diese grüne Ausrufezeichenkiste ist. Weil ohne die kann ich dieses Level nicht leben beenden. Ich glaube, das kann ich so oder so vergessen. Deswegen... das ist richtig scheiße gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier schon das Ziel. Ja, deswegen. Ich muss wohl komplett dran vorbeigefahren sein. Aber ich frage mich gerade wirklich, wo das ist. Wo habe ich das übersehen?
muss dann wahrscheinlich irgendwo anders sein. Ich muss gleich nochmal die Augen offen halten, wenn ich jetzt diesen Weg fahre. Ich bin ja gespannt, wie lange das Video jetzt überhaupt wird. Also ich bin schon bei über guten 20 Minuten, also wird das wahrscheinlich das längste Crash Bandicoot 3 Video. Zumindest was das Reliktenrennen angeht und sowieso. Will ich das hier auf jeden Fall noch schaffen. Ich bin gerade wirklich frustriert und alles bei diesem Level. Ich muss man etwas übersehen. Muss man wirklich. Das vielleicht hier drüben. Okay, ich hab's. Ja, natürlich muss ich auch noch die Rampe treffen. Okay, so aber nicht. Aber gut, wenigstens weiß ich jetzt, wo diese Rampe ist. Wenn ich sie denn auch mal treffen würde. Okay. So. Ein Problem weniger, ich muss sie nicht mehr suchen. Ich muss nur noch schaffen, da diese Rampe entlang zu kommen und dann nur noch zurückfahren. Das ist alles andere als gleich. Vor allem, wenn diese scheiß Bomben hier immer diesen scheiß Weg versperren wollen. Ich meine, ich könnte außen rumfahren, aber das ist auch wieder scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da eine vernünftige Strategie zu entwickeln. So außen rum, aber das kostet noch mehr Zeit, weil ich da gegen diese scheiß Linse komme, die mir dann wirklich im Weg ist. So. Na gut, dafür geht die Kiste da unten nicht mit. So, jetzt aber. Und. Na also, jetzt nur noch zurückfahren. Okay, jetzt will ich aber auch noch gucken, dass ich noch ein paar Zeitkisten mitnehmen kann. Wohlbemerkt Zeitkisten und nicht irgendwie normale Kisten. Die sind mir dann doch etwas zu normal. Naja, für Gold wird es wahrscheinlich eh nicht reichen. Und dazu müsste ich wahrscheinlich wirklich schon ganz gut fahren. So, jetzt muss ich nur noch hier geradeaus und dann müsste eigentlich schon das Ziel kommen. Nein! Ich fahre voll dran vorbei. Na komm, lass es wenigstens Gold sein. Es reicht immerhin für Saphir auch. Das hatte ich auch noch nicht hier. Na gut, wenigstens einmal Saphir. Wow. Aber das wusste ich auch noch nicht. Das hatte ich jetzt nicht mehr gewusst, dass ich das noch nicht hatte an sich. Stimmt, ich hatte die anderen Level gemacht und das hier noch ausgelassen. Naja, auf jeden Fall wenigstens etwas, was wir bewältigt haben. Scheiße, wir können echt keine Zeiten sehen. Na gut, Leute, deswegen verabschiede ich mich hier und beim nächsten Mal versuchen wir, hier haben wir jetzt soweit überall Gold. Gold in den Leveln des Gebietes 4 zu kriegen. Oh Gott, das eine muss ich noch machen, aber ich weiß echt nicht, wie ich da Gold hinkriegen soll. Also, das erscheint mir wirklich sehr schwer und deswegen, wenn ihr da Tipps für habt, dann immer her damit, ansonsten lasse ich das so. Und deswegen will ich gucken, dass ich hier noch, wenn ich hier noch irgendwo, ja, hier auf jeden Fall, versuche ich da noch auf jeden Fall so weit Gold zu kriegen. Aber das erst beim nächsten Mal, weil das Video ist jetzt schon lang genug und deswegen verabschiede ich mich hier und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute.